Hey Leute, zur Feier unser allen Todes, der Apokalypse am 21.2012, habe ich mir gedacht, da ich und mein kleiner Bruder, um anzumerken, der ist 11, darüber gesprochen haben, was es für Apokalypse Apokalypsen gibt. Und nun ja, da ist mir was eingefallen und ich habe irgendwie den Drang entwickelt, ich muss mich mitteilen. Ich habe es schnell eingegliedert. Ich werde kurz, und zwar wirklich für so einen Kurz, ein bisschen was zu reden. Es gibt nämlich drei Arten von Apokalypsen, also große Gruppen apokalyptischer Ausmaßen. Die eine ist die vollständige Auslöschung unserer Welt. Das heißt, wir sind alle tot. Der Planet existiert nicht mehr. Dann gibt es die Art der Apokalypse, die Menschen überleben und wie bei Fallout ist oder wie bei den ganzen Katastrophenfilmen mit Zombies. Aber dazu komme ich gleich noch. Und die Art von Apokalypse, die nur Menschen betrifft und die ganzen Tierwelt außen vor lässt und daraus was Neues entwickelt. Das heißt, die Menschheit wird ausgerottet und es gibt eine neue. Alien zum Beispiel so. Gut. Ich bin ein bisschen verschnupft. Ich hoffe, das merkt man nicht so. Ich trinke mal kurz was. Ich muss meine Tablette nehmen. Okay. Geht schnell. Okay. Zur Grundidee. Nee, nicht Idee. Grundsachen. Die erste ist ja die vollständige Auslöschung unserer Welt. Dies kann nicht durch ein Erdbeben, Hurricanes oder Vulkanausbrüche passieren. Denn, wie wahrscheinlich jeder bemerkt hat, der Galileo guckt, haben sich Leute auf alles vorbereitet. Das bedeutet, auf so eine normale Katastrophe und sowas kann man sich vorbereiten. Ja, das heißt, da würden noch Leute überleben. Was allerdings endgültig wäre, wäre eine Meteorit, ihr wisst schon, diese riesigen Felsbrocken aus dem Weltall. Oder eher der Krümel von einem riesigen Taco von Gott. Gibt so eine interessante Werbung für Chili. Ja, ist egal. Und die Sache ist die, es ist echt schlimm bei mir. Okay. Auf jeden Fall, die Menschen würden das nicht überstehen, wenn der Planet vollständig ausgelöscht wird. Das bedeutet, was uns endgültig töten könnte, wäre A, erstens, die Sonne implodiert und wird zu einer Supernova. Das würde unser Leben beenden, weil nicht die Explosion, die von der Supernova ausgeht, würde uns schon umbringen, sondern die entstehende Hitze, die dann noch größer wird, weil die in sich gezogene Energie der Sonne noch eine größere Energie ausstrahlen würde und unseren Planeten wahrscheinlich bald geröstet hätte. Aber das ist nicht unbedingt eine Explosion. Es könnte auch passieren, dass die Sonne zu einem schwarzen Loch wird, wenn sie implodiert. Dann zieht sie sich nämlich immer weiter in sich zusammen und wird zu einem schwarzen Loch. Bla bla bla, das ist jetzt schon viel Astrophysik. Asteroid oder der Kern der Erde hört auf, sich zu drehen und erkaltet. Dadurch würde unser Planet seine magnetische Anziehungskraft verlieren. Die Pole würden aufhören zu funktionieren und unsere Atmosphäre würde aufhören zu funktionieren und wir würden alle ins Weltall fliegen. Schöne Vorstellung, oder? Ja, nun kommen wir zu meinem zweiten Szenario, was ich persönlich sehr mag, also jetzt als Idee hin, weil ich bin ein großer Fan von postapokalyptischen Endzeit-Szenarien, wenn sie gut gemacht sind. Denn die zweite Art ist ja, Menschen überleben. Einige. Das ist zum Beispiel Fallout, was ich schon gesagt habe, dieses Spiel und so. Oder Metro, habe ich jetzt neu gelesen. Coole Sache.
Oder halt eine Zombie-Apokalypse. Das läuft darauf hinaus, Zombies machen, werden auf die, nochmal. Tote stehen auf. Warum muss ich das überhaupt erklären? Ihr kennt alle Zombies. Sogar die ganz Kleinen kennen schon Zombies. Das ist mir ein bisschen beunruhigend, weil die Kleineren sollten nicht schon wissen, was Zombies sind. Egal. Es ist nämlich so, dass sobald Menschen überleben, es darauf hinausläuft, dass wir Menschen, so sind wir, um unser Leben kämpfen. Das würde sich daraus folgern, dass sich kleinere Gruppen zusammenschließen und damit versuchen zu überleben. Und ja, ihr kennt ja alle Horrorfilme mit Zombies. Die meisten kennen auch wahrscheinlich schon Fallout und so. Und Raider, ich weiß nicht, wie der Film hieß mit den Raidern. Mad Max, glaube ich, oder so. Ist egal. Auf jeden Fall würde es sich darauf hinauslaufen, dass wir Menschen auf unsere Urinstinkte zurückgeführt werden, einfach zu überleben. Denn das Leben wäre dann nicht mehr so einfach. Und ganz ehrlich, wer nett ist, überlebt nicht lang. Ich kann das jetzt noch weiter ausführen, aber ich will ja dieses Video nicht zu lange machen. Vor allem, weil ich keine Musik habe. Ich wollte ja irgendwas einspielen. Mal gucken, ob ich das mache. Aber ich weiß nicht, ob ich sowas Gutes dafür finde. Okay, dann kommen wir jetzt zu der dritten Variante. Nämlich die, sagen wir mal, irgendeine besondere Krankheit befällt die ganze Welt. Oder, na gut, die Außerirdischen könnten auch zur zweiten Version hinkommen, weil Krieg gegen Außerirdische kennt man ja auch. Aber jetzt sind wir bei der dritten. Nämlich eine Krankheit zum Beispiel löscht die ganze Menschheit aus. Und damit bekommen andere Tiere die Chance, sich weiterzuentwickeln. Zum Beispiel Delfine könnten die nächsten großen Eroberer der Welt sein. Deren Intelligenz ist ja schon weitaus. Ein Delfin ist klüger als manche Schimpansen. Denn das klingt jetzt merkwürdig. Ich würde lieber von Delfin angeführt werden als von einem Schimpansen. Ich mag Planet Affen nicht. Also, den Film schon, aber ich mag die Vorstellung nicht, von Affen angeführt zu werden. Nein, das tue ich nicht. Aber ich schweife ab. Wenn das passieren würde, wenn die ganze Menschheit ausgelöscht werden würde, würde eine neue Evolution anfangen. Und das würde daraus folgen, das würde dazu folgern, führen, meine ich, folgern. Das würde dazu führen, dass unser Planet erstmal sich wieder erholen kann von den ganzen Sachen, die passiert sind. Das würde aber nicht lange gut gehen, weil ohne Wartung von den ganzen Atomkraftwerken und so würde es irgendwann zu einer Explosion führen, was an manchen Orten atomare Explosionen führen würde, und das heißt, die Erde würde so oder so dann noch kaputt gehen. Scheiße, ich bin echt krank. Na, nur meine Nase. Ja, wie lange habe ich denn schon aufgenommen? Na, fast 9 Minuten. Und nun kommt zur Sache mit euch. Ich weiß, es reagieren sehr wenige darauf. Und ich weiß, es ist schwer, was zu schreiben bei YouTube, wenn man da unverbessert wird und so, wenn man keine Lust hat. Aber wenn ihr die Lust entwickelt, vielleicht mal in der nächsten Zeit, so die nächsten 3, 4 Tage vor Weihnachten oder irgendwann auch immer. Aber am besten noch dieses Jahr, damit ich noch genau weiß, worum es ging. Könntet ihr mir mal ein Endzeit-Szenario oder eine Weltzerstörungsidee geben? Also keine Idee. Was findet ihr, wäre ein cooles Ende für die Welt? Jetzt nicht, das sollte passieren oder so, sondern einfach, was findet ihr, wäre ein cooles, sagen wir es mal so, ihr wollt ein Spiel erstellen, Endzeit-Szenario oder das Ende eines Spiels, wo es darum geht, die Erde kaputt zu machen. Was würdet ihr nehmen, was findet ihr richtig cool? Zum Beispiel, riesiger Meteorit. Ich werde, viele von euch kennen Final Fantasy VII. Dieser riesige Meteorit berührt die Erde, macht einen Bumm. Finden Leute sehr cool.
Ich persönlich bin sehr, sagen wir mal, mythologisch angehaucht. Ich mache sehr mythologisch, das heißt zum Beispiel, die Midgard-Schlange verschlingt die Erde oder Kronos bricht aus seinem Gefängnis aus und zerstört die Welt. Ich mag das. Und natürlich bin ich auch ein großer Fan von Endzeit-Szenarien mit ein paar Leute, Menschen, ein paar tausend Menschen haben überlebt und versuche ich dann zurückzukommen, bla bla bla. Aber ich möchte wissen, was findet ihr cool und was würdet ihr benutzen? Weil ich schreibe ja auch ein Buch und ich überlege, ob ich vielleicht sowas Ähnliches reinmache. Aber ist egal. Es liegt an euch. Schreibt mir was. Ich freue mich drüber. Und ich sag tschüss und viel Spaß bei der Apokalypse. Yay, Apokalypse now. Ciao.